Ägypten, Ja. ja, ein Aufklärer, ja, übrig geblieben von der französischen Armee, ja, Genau. nicht, die Ja. Ägypten erobert hat. Ja. Wenn Sie mir das mal beschreiben, der begriffen fällt, ja. Der Begriff fällt. Also, ich muss von was ganz anderem ausgehen. Wir haben, der Herr Stückler hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt: Andi, du spielst dann Deife bei unserem Pegünd. Und dann habe ich gesagt, habe ich gedacht, Teufel, habe ich in meinem Reklamheftchen nachgeguckt, kam kein Teufel drin vor. Christian, was meinst du? Und dann hat er mir erklärt, dass er eben diese ganzen mystischen Figuren, die darin vorkommen, zu einer Figur zusammenfassen will. Der Teufel, der Versucher, der den Peer Gynt auf den richtigen Weg bringen will oder mit ihm spielen möchte oder parallel mit ihm spielen möchte währenddessen. Und der Begriffenfeld ist eben eine Figur davon. Ich sehe das so als eine Figur, die immer in verschiedene Hüllen schlüpft und dem Herrn Gynt was vorspielt. Es ist sozusagen der Teufel aus der Summe aller Volksstücke, ja, da kommt er immer Wahrscheinlich, vor, nicht, wahrscheinlich, ja, ja. und der ist fähig, ja, sozusagen diese Ibsen-Rollen zu beleben. Die Genau. heißen sonst der Magere, der Knopfgießer, Der ja, Krumme. der Krumme, Ja. nicht, aber hier ist es einheitlich, ja. Ja, so haben wir das angelegt, auf jeden Fall. Und da gab es ein paar Schwierigkeiten, weil es für sich im Stück natürlich einzelne oder für sich stehende Rollen sind. Und wir haben das dann so hingebogen, dass das eine durchgängige Rolle ist. Sie Ja. tauchen auf dem Misthaufen auf, ja, zum ersten Mal, Ja, ja, ja. nicht? Und dann später sind Sie auch der Passagier Ja, auf dem der Schiff, Pirat. Ja. im Schiffsuntergang, Ja, ja. ja. Und was sagen Sie da? Ich tauche mal auf und ich stelle ihm philosophische Fragen oder Lebensfragen. Sagt der Begriffenheld auch, eine Lebensfrage, Herr Günd. Und der Krumme am Anfang stellt die Frage überhaupt: Wer bist du? Was bist du? Wer bist du? Beschreib das mal. Und das zieht sich so durch, diese Frage, auch beim Wie Knopfgießer. eine Falle, Wie eine nicht? Ja, Falle. ja. Der Herr Stückler hat immer gesagt: Du bist der Stachel in seinem Arsch. Ja. Mit dieser Frage kann man ihn anstacheln.